Hallo Freunde, ich grüße euch. Willkommen zurück bei Deus Ex. Ja, wir wollen diesmal unseren Kalibrator besorgen. Deswegen sind wir jetzt in den nächsten Stadtteil Palisade gereist. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Haltet euch von ihm fern. Mal schauen, wo wir hier landen müssen. Ja, geht. Ein Rudi müssen wir rein. Hier haben wir noch zwei Tore, die gucken wir uns später mal an. Und dann wollen wir mal runter. Später an. Ah, Chips. Wie ich dir immer sage, Wagen, in der alten Heimat sind die Menschen echter. Sie haben Respekt voreinander. Wenn dir jemand was zu sagen hat, sagt er es dir ins Gesicht. Höflich. Das ist. Was ist denn? Hau ab, Techno. Wir haben geschlossen. Oh, er ist nicht hier, um zu spielen, Wagen. Oder? Sind Sie Ota? Ich bin Herr Botcovelli, ja. Und wer bist du? Ich bin hier im Namen einer beteiligten Drittpartei. Hast du das gehört, Vano? Unser Gast ist sehr verschlossen. Vorsicht ist immer gut, wenn man nicht genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Das stimmt. Bringt aber manchmal auch Probleme mit sich, die mit etwas Offenheit vermeidbar gewesen wären. Wenn keiner der Beteiligten kompromissbereit ist, kann es keine befriedigende Einigung geben. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden. Gut. Und da du meinen Namen kennst, und bestimmt noch mehr über mich weißt, solltest du dich ein bisschen vorstellen. Ich weiß, dass Sie ein intelligenter Mann sind und bezweifle, dass es etwas über mich gibt, das Sie noch nicht wissen. Ich bin natürlich wegen Vaclav Koller hier. Er wartet auf eine Lieferung von Ihnen. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Ich weiß bisher nur über dich, dass du die wichtigste Regel guter Geschäftsbeziehungen nicht kennst. Und die lautet gegenseitiger Respekt. Und das mit Koller war kein Missverständnis. Er wollte den Kalibrator und ich habe mich geweigert, genau wie jetzt bei dir. Deshalb mag ich keine Deals mit Optis, Vano. Schlecht fürs Geschäft. Koller muss verzweifelt sein, wenn er jemanden wie ihn schickt. Vielleicht will er auch einfach nicht von betrügerischen Geschäftsleuten verladen werden. Vano, warum ist er noch hier? Ich glaube, ich soll gehen. Herr Botcovelli möchte, dass du jetzt gehst. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Hier nicht durchhängen können. Okay. Anomalie festgestellt. Trace-Zugriff gewährt. Das hat schon mal geklappt. Keine Sorge. Da stehen zu viele Leute. Auf der anderen Seite nach.
ist. Zu viele Köche verderben den Brei. Medikit immer gerne genommen. Die Mädchen haben von irgendeinem Arschloch erzählt. Yeah, gut, okay. Hier. Ich mach lieber die Patrouille als den Potstop. Bin ich heute der Flormer? Was haben wir hier? Spinnen drin? Munition? Und Geld. Lüftungsschacht. Zu tun. Aber ich scheine hier schon im richtigen Bereich zu sein. Da sind noch die sich aufteilen, wir müssen beobachten. Ich hab nicht zugehört. Sorgt dafür, dass es den Mädchen gut geht. In den USA haben Millionen ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte und so mehrere Unternehmen der Fortune 500 in die gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Loblied darauf singen. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Aerial bringt Ihnen immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Datenlösungen verfügen über enorme Speicherkapazität, biegsame Bildschirme und über 1000 weitere einzigartige Patente. Da liegt jemand! Zurück nach New York, wo wir einen der Okay, Koller, ich habe Ihren Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut! Auskommen? Ich werde Sie für die Optimierung vormerken, sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Koller. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. Ja, die scheint alle oben zu sein. Naja, das hat auch ganz gut geklappt. So dieser kleine Zwischenfall. Sehen Sie Kanarate? Ne, alles gut. Perfekt. Schnell den Deckel drauf. Und gut ist. Ja, jetzt können wir uns hier mal rum kümmern. Gucken, was hier so alles drin ist. Okay, wo müssen wir hin?
müssen wir hin. Wer bist du denn? Du bist... Willkommen, willkommen! Hübsche Ware hast du da. Alles High-End. Und ich sehe schon, das ist dein Ding. Von wem ist deine Tech? Nicht von Isolay. Die gibt's nicht in Schwarz. Versuchst du das bei allen Kunden? Nur bei denen aus Carbon. Von einem Fan zum anderen. Mir kannst du's sagen. Ich muss dich leider enttäuschen. Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Du hast doch bestimmt Zugang zu Breach-Software. Das Zeug ist illegal. Lass die Spielchen, Mann. Es ist illegal, weil die Regierungen der Welt ihre schmutzigen Geheimnisse bewahren wollen. Aber wir lüften sie trotzdem. Und du kannst dabei helfen. Sei ein Teil der Revolution. Übrigens, wirf doch mal einen Blick in meinen Computer. Da steht alles drin. Kauf oder Verkauf. Handeln klingt gut. Sicher. Alles klar, nur zu. So. Erstmal verkaufen. Das Zeug brauchen wir nicht. Das sind nur Verkaufsgüter. Da haben wir wieder ein bisschen Platz im Arsenal. So, was hast du denn noch anzubieten, Bruder Mann? Verbrauchsobjekte. Biozelle. Ja. Die nehme ich gerne. Software. Na, brauche ich erstmal nicht. Die Elektroschubpfeile. Welches Gewehr sind denn die? Ah, okay. Die haben wir nicht. Okay, gut. Dann haben wir alles. Fabrik neu. Im Moment brauche ich nichts. Ich setze dir schon keine Sozialaug ein. Ich wollte den Leuten mit meinen Augs helfen. Zwar nicht so, aber es ist schon okay. So. Haben Sie vielleicht Interesse an Hacking-Software? Nee. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, wir können 2 Punkte vergeben. Ja, Wände schlagen wäre ganz gut. Und größeres Inventar, das wäre auch nicht schlecht. Mehr mit unserem Schleppen. Das haben wir jetzt hier hinter unserem Rücken. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Nehmen wir das erstmal, das scheint ja auch in der Gegend zu sein. Die Karte anzeigen. Okay, wir sind da. Jo. Das nehmen wir.
besiegt. Wollte ich deshalb Polizist werden? Ah, da. Da wieder hacken. Ah, schon Stufe 2. Ah, hier haben wir zwei Felder, die wir einnehmen müssen. Oh, schauen, ob es geht. Initialisiert. Später entdeckt werden. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Nicht hin. Also ich breche das hier ab, damit ich diese Zeit nicht warten muss. Aktiviere Smart Home System. Okay, kann man das hier Smart ausschalten? Smart System aktiviert. Scanne Biodaten. Unautorisierte Präsenz bestätigt. Eindringlingsprotokoll aktiviert. Anomalie festgestellt. Sie sind nicht der autorisierte Besitzer. Gewährt. Ihre Anwesenheit. Aus KI? Na, das klingt ja schon mal gut. Sicherheit. Sicherheit ist enorm wichtig. Paneel öffnen. Okay. Ihre Geheimnisse sind einsehbar. Was haben wir hier noch? Moment. Reinigungsservice aktivieren. Mhm. Vorhänge aufziehen, Licht ein, aus. Ihre Einstellungen wurden gespeichert. Was haben wir hier noch? Wie sieht das hier aus? Immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Datenlösungen verfügen über enorme Speicherkapazität, biegsame Bildschirme und über 1000 weitere einzigartige. Fernseher nervt. Muss ja eine wilde Party gewesen sein. Zwischen. Oh, ein bisschen Geld mitnehmen. Uff, was krieg ich da denn? PDA? Ich bitte ganz dringend, das zu entsorgen. Okay.
Pillen. Oh, ein paar Ersatzteile. Bescheid sagen. Willkommen bei Ihrem Smart Home System. Welt. Reinigungsservice. Er wird wie das sich hier aussieht. Darum kümmern. Ihre Einstellungen wurden gespeichert. So. Ja, haben wir die Mission wohl auch schon erledigt. Mit unserem Rücken. Finden müssen. Ding erledigt. Der Rave als nächstes. Ja, schauen wir nochmal. Ja. Oh, tohle se už moc nevidí. Musí to pro tebe být těžký. Tohle město nebylo nikdy přívětivý, ale teď? Nechápu, jak to zvládáš. Genau das. Hier, wo diese komische Musik herkommt. Er hatte Papiere. Richtung in der Kanalisation. Lächerlich. Wow. Zugangskarte, um da reinzukommen. Der liegt hier irgendwas rum. Nee, sieht nicht so aus. Okay, ich würde sagen, das war das. Ich würde sagen, wir gucken uns darum im nächsten Teil bei Deus Ex. Ich verabschiede mich von euch und sage bis dahin. Tschüss!